Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des 19 auf dem PC auf der Pleasant Valley County. Wir sitzen hier aktuell in John Deere, der ist unterwegs zum Gewächshäusern, den brauchen wir dort zum Strecke einfahren, dass wir dort durchpassen. Dort müsste auch schon ein LKW unterwegs sein, hin mit Kartoffeln. Gucken, ob wir überhaupt mit dem LKW dort in die Fabrik reinkommen oder ob wir das dann womöglich mit der kleinen Trecker machen müssen. Das weiß ich noch nicht, das müssen wir sehen. Ja, die roten Fahrzeuge, was wir gestern noch so gesehen hatten zum Schluss, ja, das ist alles harmlos gewesen. Ja, es war ein Drescher fertig, deshalb stehen die Abfahrer. Ne? Einmal habe ich jetzt einen Drescher zurückgeschickt zum Hof, dass ich ihn reparieren konnte, ein paar tanken konnte. Und die ganze Kolonne ist hier Richtung 76 unterwegs, der ist auch schon angekommen. Können wir eigentlich gleich hinspringen, dass wir den einstellen. Er kommt gerade an und die anderen sind schon da. Ne? Also der Drescher, den hatte ich noch, weil wir ja öfter 45 waren wir, war ja relativ nah am Hof. Den habe ich natürlich kurz zum Hof geschickt, dort entsprechend repariert. Sonst, gut, auch getankt. Ich glaube nicht, dass der die Felder schaffen wird. Selbst mit der Tankfüllung wird er nicht die ganzen Felder hier schaffen. Da müssen wir eben mal gucken. Muss irgendwann sicherlich mal ein Tankfahrzeug her. Auf jeden Fall müssen wir erstmal anfangen mit den großen Feldern. Ne? Zwei Abfahrer auch, die fahren rüber zum Hof. Meine, der Raps, das wird jetzt nicht so sein, dass da permanent abgebunkert werden muss. Es gehen 52.000 Liter rein in so einen Hänger, also das braucht schon eine Weile. Kann natürlich sein, dass er so unglücklich befüllt, dass sie beide zur gleichen Zeit voll sind. Ja gut, dann muss er halt warten, bis sie zurück sind. Kann ich nicht ändern. Und dann sind zwei neue Container am Sammelplatz, sage ich mal, hinzugekommen. Und zwar einmal mit Sonnenblumen, einmal mit Soja. Die LKWs sind auch Richtung Shop wieder unterwegs. Und ja, dann müssen wir gucken, dass wir bei der Wodka-Produktion weiterkommen. Mit Strecke einfahren und dergleichen. Einen LKW habe ich schon mal rüber geschickt zu Domino Zucker. Weil ich hatte dann mal alle Fahrzeuge jetzt durch kontrolliert, aber da vergeht eben auch locker, ehrlich, alle Fahrzeuge, die ich so geguckt habe und dann nochmal woanders hingeschickt habe. Und ja, da ist eben ruckzuck auch eine halbe Stunde rum. Ja, das ist Wahnsinn. So, hier AI-Helfer einstellen. Da kann man mit dem kleinen Feld von den größeren Feldern hier anfangen. Bei 76, wenn wir gucken, ist ja dann verhältnismäßig. Gut, 78 wäre kleiner wie die 76. Aber die werden wir auch noch irgendwann dreschen. Also ja, das muss er ja alles machen. Denn wenn er fertig ist hier, kann er Richtung Hafer. 30 hier noch. Und hier ist der Mais steht noch. Und Sonnenblumen stehen noch. Ne? Das ist jetzt nicht so, dass wir nichts mehr zu tun haben. Ne? Wenn, dann scheint es nur so. Als hätten wir nichts zu tun. So, mal gucken, ob jetzt hier schon jemand angekommen ist. Trecker steht da und LKW steht auch da. Als erstes werden wir uns mal den LKW schnappen. Zuckerlose ist auch angekommen, also Schüttgut. Ne? Weiß nicht, wie viel Zucker wir noch in der Kaffeeproduktion bräuchten oder irgendwas, muss ich mal gucken. Oder ich weiß auch gar nicht, wie viel loser Zucker im Zuckerwerk drin ist, muss ich ehrlich sagen, wie viel wir da rausholen können. Wir brauchen ja hier, glaube ich, 140.000. Ne? So, eigentlich könnte man eins machen, halt, genau, das machen wir auch. Wir halten erstmal an, wir nehmen erstmal den Trecker, setzen uns mal noch den Punkt. Jetzt muss ich kurz mal was gucken auf der Karte, wie heißt das überhaupt richtig, wie heißt die Produktion? Die heißt Smirnoff-Wodka mit V auch noch, ne? Wir werden sie einfach bloß Wodka nennen. Denn wir werden jetzt hier einen Punkt noch vergeben. Dass wir überhaupt eine Chance haben, gleich mal zu gucken, ob der LKW hier hinten überhaupt rumkommt. Nicht, dass wir komplett anders anfangen müssen.
Halt, wir gucken mal, ob wir mit den Trecker überhaupt hier durchkommen. Ach, die Paletten habe ich auch noch nicht organisiert. Das machen wir auch noch gleich. Verflucht, hier kommt doch nie der LKW durch. Riesenkaräten fahren die Amis, aber solche winzigen Tore bauen hier. Gut, muss irgendwie gehen. Brauche einen Wegpunkt zum Abkippen. Aufgrund der Länge vom Trigger sollte uns der hier vorne reichen. Dann schreiben wir es ja auch mit V. Ne? So, brauchen natürlich gleich hier einen Ordner. Obwohl, lohnt das schon, den Ordner zu machen, wenn es nicht funktioniert. Ne, Ordner machen wir mal noch nicht. Das gucken wir erstmal, ob der LKW ja hinfährt. Meine Trigger fängt ja hoffentlich da hinten an. Dann müsste ja hier der Entladepunkt passen. Ich meine, den können wir jetzt ganz normal mit Ausladen herschicken und dann sehen wir schon mal, ob die Einfahrt passt. Und wenn die Einfahrt funktioniert, gucken wir, ob der LKW durchs Tor passt oder beziehungsweise werden wir das vorher probieren. Weil sonst können wir es gleich sein lassen, weil der ist ja auch, hat ja auch eine gewisse Höhe, der Scania, ne? Hänger lassen wir mal hier kurz stehen. Ja, doch in der Höhe könnte es gehen, ne? Also wenn wir ordentlich mittig durchfahren, passen die LKW durch. Ja, auch vom Lenkradius her, das müsste funktionieren. Gut, das sehen wir gleich. Also wir werden jetzt ihn hier losschicken. Also LKWs passen durch. Da werden wir ihn losschicken. Mit einem Ausladenkurs, dann wird er abladen und wird weiterfahren Richtung Parkplatz eigentlich. Dann nehmen wir nochmal raus, dass wir den hier lassen kurz zum Testen, ob wir dann das lose Schüttgut, ob wir da entsprechend rauskommen. Weil das linke Tor würde ich dann für Palettenware nehmen. Aber was sich mir noch nicht erschließt, wo ich abholen kann, gut, das werden wir dann sehen. Ich weiß nicht, wie Autodrive jetzt dann lenkt, wie scharf der Autodrive einlenkt. Das müssen wir alles gucken. Nicht, dass wir noch irgendwo den Kurs ein bisschen umändern müssen. Ja, eigentlich fährt es schon ordentlich auf der Linie lang, ne? Ja, und man sieht ja, kommt relativ schwungvoll an, aber das geht schon. Jetzt müsste er eigentlich runterbremsen. Weil er vorne einen Trigger erkennt oder einen Abladepunkt. Ich hoffe mal, er hat dann noch genug Kraft, dass er hier hochkommt auf den Anstieg.
denke mal, man könnte fast sogar den Trigger noch weiter, ja, den Abladepunkt selbst noch weiter vorsetzen, aber das ist, das reicht, das ist egal. So, was füllt sich? Hier vorne das Becken füllt sich. Jedenfalls ein bisschen. Weil es passen ja 500.000 rein, also wir müssen schon noch ein paar Mal fahren. So, jetzt gucken wir noch, ob er rausfährt nach hinten. Ja, ich weiß nicht, ob ich den Punkt weiter vorziehe. Das kann ich mir immer noch überlegen. Oder löschen und hier vorne. Eigentlich könnte man den Punkt schon hier oben auf der Rampe annehmen. Das würde vollkommen ausreichen. Weil von hier an, jetzt wird er ja umschalten und dann zum Parkplatz zurückfahren, ne? Und jetzt ist eben die große Frage, ob hier rauskommt, aber das sieht eigentlich ganz gut aus. Also das sah vorhin deutlich enger aus. Ja, das war, ja, ist genug Platz. Hätte ich jetzt nicht so gedacht. Na gut, okay, das passt soweit. Wie gesagt, ihn werden wir mal hier behalten. So, das Ziel nehmen wir mal hier weg, weil das werde ich nochmal löschen. Weil ich verschiebe nicht, ich lösche einfach den Trigger weg und mache mal einen neuen Punkt. Den Punkt löschen wir einfach und machen einen neuen. Also nehme ich ihn vorsichtshalber mal dort aus dem Dings raus. Also sehr viele Trigger brauchen wir ja dann gar nicht mehr. Wir brauchen noch einen für Lose. Dann machen wir den LKW einen Testlauf und dann schicken wir den mit Zucker her. Dann müsste das schon alles soweit funktionieren. Also so schlimm ist es gar nicht, weil ich denke mal, Wasser muss ja auch drin abgegeben werden. Ne? Wasser wird man natürlich dann wieder einbinden entsprechend. Hier machen wir einfach mal Menü auf und sagen löschen. Dann fahren wir ein Stück zurück. Da wird das Wodka Kartoffeln. So, und dann werden wir hier Strecke einfahren, wenn wir hier lose abliefern, so lang wie der Trigger ist, könnten wir auch den Punkt hier am vorm Gebäudeausgang setzen. Das sollte funktionieren. Ach so, das habe ich natürlich überhaupt nicht geguckt. Ich hoffe mal, das ist dann aber auch der Trigger. Weil das ist ja Abladezone, ne? Ablade ist ja nicht. Nicht aufladen, sondern abladen. Ja doch, hier ist ein Trigger zu sehen, der geht von hinten bis hier vor, Vorderkante. Also das passt schon. Oh, hier kommen wahrscheinlich die großen, hier kommen wahrscheinlich Displays dran, ne? Weiß nicht, was das hier ist. Achso, das ist der Trigger, wo das Display reinkommt, okay. Auch da die gelben Rahmen, das könnten dann die Displays an der Wand sein. Na, schauen wir mal. Können wir eigentlich ganz geschmeidig und gerade von hier aus drauf fahren dann?
Ja, so soll oder. Das passt schon so. Bevor wir das aber machen, es müsste doch bei Dell, wenn ich mich nicht täusche, in LKW rumstehen, oder? Ne, wo ist denn der? Ach, da drüben, genau. Wie viel haben wir jetzt Displays? Hoffentlich haben wir eins. Gut, für eins reicht's. Und zwei Licht. Digitaldisplay 1 und Lightkits nehmen wir 2. Weil da können wir den nämlich schon mal rüberschicken. Ich hoffe mal, dass also dass auch das Prinzip dort so ist, dass wenn ein Display-Trigger da ist, dass bloß ein Display brauche, nicht, dass ich dann mehrere einfüllen muss, um was zu sehen. Mal glatt auch hier mit dem Trecker mit einem kleinen Hänger holen können, ne? Aber gut. Da müssen wir schon noch genug abholen. So, und dann schicken wir ihn. Am besten Gewächshaus 4 parken. So, da kommt er nämlich rüber und da können wir das auch mit erledigen. Sei denn, es ist irgendwo noch ein Trigger, den ich nicht gesehen habe, dann ist es halt so. So, hier werden wir aber gleich hier nochmal die Verbindung rausnehmen, weil so wird es nämlich nichts, ne, dass wir das hier ordentlich anbinden. Ah, wieder nicht richtig drauf geklickt hier. Grün. Passt. Sieht verdammt eng aus. Also hier können wir eigentlich den Punkt setzen, weil dann ist auch der Hänger hinten drin, das. Egal wie, ne? Das müsste passen. Selbst wenn wir hier mit einem Hänger kommen, der nach oben abkippt. Ne? Also ein Punkt ist gesetzt dort. Den nehmen wir auch gleich. Dann machen wir Anlieferung lose. Ach. Da ist noch ein Leerzeichen dazwischen. Und jetzt müssen wir natürlich hier hinten vernünftig rausfahren, dass wir dort entsprechend anbinden. Weil das wird nämlich ganz schön. Naja, das geht schon noch, das denke ich mal. Das sehen wir gleich, ob es geht, weil wir werden jetzt ihn hier hinschicken. Er hat zwar nichts geladen hinten drin, unser LKW, der die Kartoffeln gebracht hat, aber er müsste trotzdem den Punkt ansteuern. Ah, hier geht natürlich auch wieder Crossplay off, dann geht das immer nicht.
Er müsste natürlich trotzdem den Punkt ansteuern und dann weiterfahren Richtung seinem Parkplatz. Ja, und der Palettenfahrer, ja, da müssen wir halt ein bisschen eher abbiegen. Mit den Paletten, das brauchen wir dann nicht probieren, das funktioniert dann ebenfalls. Mir geht es halt bloß drum, wenn die. Na gut, die Palettenfahrer könnten natürlich auch mit Autodrive kommen, aber dann werden sie nicht weit genug nach rechts abladen, denke ich mal. Aber so viel muss nicht in Palette her. Wir werden es dann wahrscheinlich auch noch. Vielleicht mache ich sogar hier noch einen Parkplatz hin. Ja, nicht Sand holen. Jetzt wollen wir Anlieferung lose. Er wird erstmal zur Anlieferung lose fahren. Er weiß, das merkt er erstmal so nicht, dass hinten nichts drin ist und dass er gleich weiterfahren könnte. Er hört natürlich erst den Trigger an. Links kam unser Display, das ist gut. So, er macht natürlich auch Plane auf, weil er denkt, er kann dort was abgeben. Ist natürlich wieder die entsprechende Meterzahl, was wir eingestellt haben, wo er vor dem Silo langsamer fährt dann auch. Oder müssen wir ihn einweisen hier? Na, sollte passen. Wir müssen mal gucken, wie es hier beim Rausfahren wird. Nein, es ist schon klar, dass an Produktionsstätten teilweise die Tore, ja, da keine Monstertore drin sind, das ist schon richtig, aber. Auch von der Länge her passt, also er steht definitiv im Trigger drin, wenn wir da hier mit LKW anliefern. So, und jetzt fährt er zu seinem Parkplatz. Es ist die Frage, doch, der kommt rum. Und er kommt hier auch entsprechend raus. Das passt. Können wir ihn fahren lassen. So, dann fahren wir noch hier drüben die Strecke ein und machen unten noch einen Parkplatz. Dann sind wir hier fertig. Und natürlich dann noch einen Ordner. Ne? Also man merkt schon bei der Anzahl der Helfer und dann jetzt hier noch Strecke aufzeichnen, das ist schon teilweise, ich will jetzt nicht sagen rucklig, aber ganz schön zäh. So, das müssen wir aber gleich hier machen. Da müssen wir nicht nochmal zurückfahren. Also den Punkt, den schieben wir mal noch ein Stück hier rüber. Das lösen wir natürlich auf. Wird doch blaue Strecke geworden. Ich weiß eben nicht, warum das so ist. Jetzt müssen wir eigentlich hier nur gerade reinfahren. Dann haben wir ja ein bisschen einen Haken geschlagen. Das wollen wir ja noch ein bisschen vermitteln. Ja, ich meine, wir müssen dann relativ weit rüber abladen, aber das passt schon. Ich meine, was sich mir immer noch nicht erschließt, wo unsere Paletten rauskommen dann. Ob sie hier unten stehen, das habe ich jetzt auch gar nicht gesehen. Müssten wir vielleicht so wirklich noch mit F5 gleich mal gucken. Hier noch ein Stück vor. Tun wir einfach mal Aufnahme beenden, eine neue starten, dann haben wir einen Punkt zum Setzen. Nennen wir auch Anlieferung
aber Paletten. Und hier müssen wir jetzt gucken. Wir müssen nicht dementsprechend vorher rumfahren. Sonst hat er überhaupt keine Chance, aber das sollte eigentlich funktionieren. So, jetzt gucken wir mal noch, ob wir hier drüben, da habe ich jetzt überhaupt nicht aufgepasst, wenn ich F5 drücke. Nee. Also hier spawnen die Paletten nicht, weil wenn, dann wird man wie bei den Ölfeldern ja irgendwo solche Spawnplätze sehen müssen. Wo sollen denn die Paletten rauskommen? Ne, das ist auch bloß der Trigger hier. Das kann ich mir aktuell nicht erklären. Wir können höchstens mal hinter das Gebäude gucken. Ne, da hinten ist aber auch... Ne, da ist schon Wand. Da passe ich nicht durch. Ne, hier ist alles zu. Genau, hier ist alles zu. Keine Ahnung. So, dort müsste jetzt der LKW stehen. Achso, Parkplatz muss ich dann noch machen und in Ordner verschieben. Aber wir gucken erstmal hier. Er kriegt natürlich gleich mal das Ziel, Wodka-Paletten. Da sehen wir auch gleich, ob das funktioniert. Was ist denn das hier? Den können wir gleich mal weglöschen hier. Zack. Weiß nicht, wer den wieder gesetzt hat. So, müsste jetzt oben noch unter Allgemein sein. Wodka-Anlieferung, Paletten. Oh, das sollte eigentlich gehen. Wie gesagt, theoretisch könnten wir uns eigentlich hier, wo wir den Schwenk machen, noch nach links dort, also wo wir vorne nach links fahren, nach rechts noch einen Parkplatz machen. Auch so generell wegen Abholung und dergleichen, ne? Dass wir die Produktion anfahren können. Muss mal hinten noch gucken. Ne, hinten war eigentlich glatte Mauer. Da sind wir doch schon mal lang gelatscht, oder? Na gut, Tor getroffen. Ne? Geht so. So, hier können wir einmal gleich ausnehmen. Er wird das dann auch finden. Das soll nicht das Problem sein. Hier machen wir mal aus. Und wir laden mal ab. Ach so, wir sind auf dem Hänger. Da können wir natürlich nichts abladen. So, hier hinten natürlich ein Lightkit hin. Da müssten wir hier oben Lichter bekommen haben. Ja, ist dann nicht so dunkel. Das andere brauchen wir dann draußen. Und jetzt gucken wir, ob die eine Palette Display reicht hier. Reichen tut sie erstmal. Genau, und dort sind Displays dran gekommen. Das finde ich natürlich immer schöner hier, wo ich genau sehe, was brauche ich alles, wie viel habe ich. Das gefällt mir so gut. Ja, aber da sind wir auch am Ende bei der heutigen Folge angekommen, auch wenn wir ja bloß ein bisschen Autodrive gemacht haben. Ne? Und ich fahre jetzt noch einen Parkplatz ein. Ja, und dann sehen wir uns sozusagen am Mittwoch hier wieder, 16 Uhr, wer möchte. Bis dahin und tschüss.